Ja, dann starten wir unseren dritten Gleiter. Das ist wieder genau gleich wie vorher, die beiden Ecken. Da bis zur Mitte. Und da bis zur Mitte. So, oder da. Und jetzt machen wir es aber so, das ist ein bisschen Übung zum Einteilen. Schauen wir mal, dass wir da die Hälfte erwischen, also dass da und da gleich lang ist. Und jetzt tun wir jeden Teil noch einmal so halbieren. Und jetzt nehme ich den Teil, der da am nächsten zu dem langen, zu der langen Kante ist. Und jetzt bemühe ich mich schon gar nicht bis zur Spitze hereinzufalten, sondern das soll jetzt man sagt dazu parallel zu der Kante sein. So. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite mit dem anderen Flügel, so dass das wieder deckungsgleich da übereinander ist. Ja, und wer jetzt das so ein Plattel hat wie ich, der hat natürlich da einen Vorteil, gell? Weil da sehe ich gleich, ah, da schau, 1-2 cm, dann falte ich die Flügelspitzen so für 2 cm nach oben. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Da haben wir jetzt ziemlich schmal, das heißt, wir können die Flügel wieder nach oben falten, aber auch diese Ohren da auch nach oben. Der schaut schon fast gleich aus wie vorher. Picken wir in der Mitte wieder zusammen. Jetzt haben wir also da so Flügelohren. Und auch die Form der Tragflächen ist ein bisschen anders. Der Rumpf ist auch ein bisschen anders. Schauen wir mal, wie der fliegt. Und wenn man dann vom Garten wieder reinkommt und sich denkt, na geh, der fliegt aber im Freien nicht gescheit, der Wind bläst ständig um und um. Ja, dann nehme ich mir halt so eine kleine Büroklammer und schaue, dass ich da in etwa die Mitte zwischen Bug und Heck nehme. Und klemme da einfach so eine Büroklammer hinein. Jetzt ist er nicht mehr so empfindlich für den Wind.